Grüß euch. Drei Soforthilfetipps zum Thema Mobbing. Erstens Mobbing-Tagebuch schreiben. Das hat mehrere Vorteile. Erstens verschafft man sich einen Überblick über die Sachlage. Man verschriftlicht einmal die Ereignisse, die da im Betrieb so vor sich gehen und kann dann diese Verschriftlichung auch mal zum Beispiel einem engen Vertrauten oder eben auch dem Anwalt zeigen und bekommt dann so ein bisschen eine objektive Einschätzung von der dritten Person, was da eigentlich so vor sich geht. Allein das hilft schon mal dabei, dass man nicht mehr so alleine ist mit diesem Mobbing-Tagebuch. Thema. Dann sammelt man damit natürlich auch Beweise mit dem Mobbing-Tagebuch. Dafür ist es in erster Linie gedacht. Und drittens ist es auch so, dass man damit das Selbstvertrauen regelmäßig stärkt. Denn wenn der Arbeitgeber die Mobbing-Handlungen abstreitet, kann man dann aber auch sich explizit darauf beziehen, was man da aufgeschrieben hat. Und es dient quasi so als Gedankenstütze, um sich besser verteidigen zu können. Dafür ist es aber auch ganz wichtig, dass dieses Mobbing-Tagebuch jetzt nicht so abstrakt geschrieben wird. So zum Beispiel, der Vorgesetzte X mobbt mich oder beleidigt mich oder behandelt mich respektlos. Es muss schon detaillierter aufgeschrieben sein, was sich da genau ereignet. Zum Beispiel muss dann drin stehen, am 7.9.2023 gegen 8.30 Uhr war ich in der Kaffeeküche und der Vorgesetzte X hat im Beisein des Zeugen Y gegenüber mir geäußert, ich sei ein Scharlatan. Ja? Wenn man das so detailliert aufschreibt, dann kann man natürlich am Ende damit auch was anfangen. Zweitens, ärztliche und anwaltliche Hilfe aufsuchen. Man sollte nicht alleine durch dieses Mobbing-Thema durch müssen und durchgehen, sondern man sollte sich wirklich professionelle Hilfe suchen. Zunächst sollte man, wenn einen die Thematik psychisch und vielleicht auch schon körperlich belastet, mal einen Arzt aufsuchen. Der Arzt wird dann regelmäßig zum Ergebnis kommen, dass man arbeitsunfähig ist. Das gilt übrigens auch schon dann, wenn man noch gar keine psychische Diagnostik hat, sondern auch schon dann, wenn der Arzt zum Ergebnis kommt, dass, wenn man wieder in den Betrieb geht, durch die Mobbinghandlungen die eigene Gesundheit wahrscheinlich verschlechtert werden würde. Auch dann liegt schon eine Arbeitsunfähigkeit nach der Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie vor und auch in diesen Fällen wird der Arzt einen schon krank schreiben und aus dem Verkehr ziehen. Genauso wichtig ist es natürlich, einen spezialisierten Anwalt an der Hand zu haben, denn diese Mobbing-Thematiken sind natürlich immer relativ schwierig. Man hat regelmäßig wenige Beweismittel und oft bietet es sich in diesen Mobbing-Konstellationen auch an, irgendwelche anderen Themen noch aufzumachen, wo vielleicht die Beweislage auch besser ist, um irgendwie Druck auf den Arbeitgeber ausüben zu können. Aber das muss man sich ganzheitlich anschauen und da ist wirklich jeder Fall anders, sodass man wirklich da bezüglich des konkreten Falls einen Experten aufsuchen sollte. Und drittens, das ist wahrscheinlich der wichtigste Tipp, man sollte nicht einfach so weitermachen, sich nicht weiter in diese Opferrolle begeben. Viele Leute machen das aber tatsächlich. Sie holen sich keine Hilfe, gehen nicht zum Arzt, gehen nicht zum Anwalt, gehen einfach weiter auf die Arbeit und setzen sich weiter dieser Mobbinghandlungen aus. Teilweise ist es auch so, dass die Leute dann auch kein Kontra geben, sondern sie verfahren eher nach dem Motto, naja, ich mache da einfach mit, ich mache gute Miene dazu oder ich versuche das nicht so ernst zu nehmen oder wie auch immer. Aber still und heimlich belastet das immer weiter auch die Psyche und die Abwärtsspirale ist in Gang gesetzt. Wenn man sich selber zutraut, noch weiter in den Betrieb zu gehen, also wenn man noch nicht arbeitsunfähig ist, dann kann man natürlich mal das offene, sachliche Gespräch suchen, zum Beispiel mit einem Vorgesetzten, möglicherweise auch im Beisein einer vertrauten Person, wie zum Beispiel eines Betriebsratsmitglieds, und dann kann man schon mal diesen Schritt gehen. Aber erfahrungsgemäß ist es eben bei den meisten Leuten so, dass sie das auch nicht mehr schaffen und deshalb empfiehlt sich dann der Gang zum Arzt und zum Anwalt. Abschließend muss man aber sagen, je länger man einfach abwartet und nichts unternimmt, umso schwieriger wird es, erstens aus dieser Abwärtsspirale nochmal rauszukommen und dieses Stigma des Mobbing-Opfers zu verlieren. Und außerdem, je länger man abwartet, umso mehr besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch die gesundheitliche Situation deutlich verschlechtert. Wenn dich solche arbeitsrechtlichen Videos aus Arbeitnehmerperspektive interessieren, abonniere doch gerne den Kanal und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.